Tampel. Behandle die verschiedensten Brüche und okay. Herzlich willkommen in Tampel. Diese kleine Stadt zieht Touristen aus dem ganzen Kontinent. Dort die Tampel-Witch erklimmen und durch die Tampel-Downs wandern. Zu unserem Glück kommt es dabei jährlich zu hunderten Knochenbrüchen. Katsching! Wir müssen eine Frakturstation bauen, um all die Verletzungen behandeln zu können. Ich würde den Bau einer normalen Station und weitere essentielle Zimmer empfehlen. Sorge dafür, dass die Heißkörper niemanden verrieren muss. Aber sag ich, passt. Okay. Gut, für den ersten Stern brauchen wir auf jeden Fall. Ich sage hier jetzt nochmal, wie ich die Aufnahme. Gut, wir brauchen eine Arztpraxis. Eine zweite. Es ist möglich, dass nur Sie mich gerade hören. Hallo. So, einstellen. Ein Arzt. Forschen kann. Einen geilen Krankenpfleger. Einen geilen Assistenten. Und einen. Das ist immer mal zwei Hausmeister. Zwei Assistenten. So, schön. An dieses Zimmer kommt gleich einmal die Apotheke dran. Wir bauen dann natürlich gleich noch eine Apotheke. Genau auf der anderen Seite. Heizkörper, ganz wichtig, haben wir gerade gehört. So. Eine Frakturstation. Ja, die könnte man natürlich jetzt vergrößern. Das ist natürlich vielleicht gar nicht mal so dumm. Sich nicht aus. Patienten behandeln natürlich. Dann behandeln wir natürlich, behandeln wir den. Wenn Sie sich krank fühlen, ist das Letzte, was Sie tun sollten, sich mit billiger, künstlicher Medizin vollzupumpen. So. Kommen Sie zur Holistics-Klinik. Unsere Heilmittel sind so teuer, die müssen einfach gut sein. Holistics, wo Hoffnung Wunder wirken kann. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio Two Point. So, 88.000 haben wir jetzt noch. Heizkörper werden jetzt noch. So.
Sehr gut. Allgemeine Diagnose. Fühlen Sie sich auch manchmal beobachtet? Als dort noch Abfallarmer da, Dünnständer da noch. So. Ja, schon. Krankenpfleger, dachte mal, kann man hier lieber was Besonderes drauf haben. Noch ein Arzt und noch ein. So. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Haben wir nur gebrauchen. Entdeckt, dass die Heizung durch salzige Snacks sabotiert wurde. Kein Wunder, dass sie nicht mehr funktioniert. Das ist vermutlich das Werk dieses unhygienischen Anarchisten Harrison Wolf. Ich werde ihm eine gepfefferte Notiz hinterlassen. Das verspreche ich Ihnen. Weiterbildung. So. Sehr schön. Ein Krankenpfleger wird zur Frakturstation gebeten. Ein bisschen rein. Sehr schön. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Zimmer, Pausenzimmer brauchen wir auch.
Heizkörper natürlich. So. Und jetzt noch. Sollen wir ins Mie warten? Packt euren Koffer, schnappt eine Gabel und zieht die weiten Hosen an. Denn es geht auf Tour mit Chefkoch Ricky. Genau, hier spricht Ricky Hawthorne. Und heute nehme ich eure Geschmacksknospen auf eine Reise durchs Two Point County mit, bei der ich meine liebsten kulinarischen Kostbarkeiten mit euch teile. Viel zu teuer. Wenn was Neues ziehen, Leuchtungslinie, kriegt man nach Hause. Bringt das nichts. Man, wir könnten einen zweiten Kredit jetzt aufnehmen. Sagen, okay. Wir machen das so. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, könnte mal kurzfristig ein bisschen teurer werden. Krankenpfleger einfach verfügbar, das ist auch schlimm. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Ja? So teuer, ja. Jetzt geht's dahin.
Langsam wird's ja. Man tut sich nirgends unbedingt irgendwo. Wenn man bei E2 aus, besser. Flemington ist für seine traditionelle Austernsuppe berühmt. Leider entpuppte sich mein Stadtführer als etwas zu altbacken, denn das dort empfohlene Restaurant ist schon vor 35 Jahren umgezogen. Ja. Glücklicherweise serviert die Tankstelle, die sich heutzutage dort befindet, ihre ganz eigene fischige Brühe. Da zeigt sich doch wieder einmal, dass man bei Meeresfrüchten wirklich nicht wählerisch sein muss. Na schon? Ja, das sehe ich eh, aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir mal wieder auf einen grünen 2 kommen hier. Der Beutel kriege ich nämlich hin. Schön. Wir wollen gar nicht reden, was wir da alles verbrauchen eigentlich gerade. Soll sich im Endeffekt dann auch auszahlen. Also gehen wir wieder zurück. Schön. Aber gut. Das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's es gut, haut rein. Ciao.